Hallo meine lieben Leute, wir machen heute einen richtig guten Kartoffelsalat und zwar heute ein bisschen spezieller mit Smashed Potatoes. Ich habe euch vor einiger Zeit ja schon den klassischen mit Essig und Öl vorgestellt, den findet ihr hier oben. Heute machen wir einen, der mich echt umgehauen hat geschmacklich und der gerade auf Social Media so ein bisschen seine Runden macht, zu Recht. Im Gegensatz zu vielen anderen trendy Social Media Rezepten, die nicht zu gebrauchen sind, ist das hier tatsächlich echt lecker und dementsprechend zeige ich es euch heute direkt mal. Ich habe dafür gerade eben schon mal Drillinge abgewaschen und ins Wasser gegeben, ins Salzwasser und darin hochgekocht. Da kochen die jetzt mit Deckel. Drillinge sind ja diese wunderschönen kleinen Frühkartoffeln, die man auch mit Schale essen kann. Das ist der Unterschied zu den richtigen Kartoffeln und deswegen mag ich die total, gerade für solche Salate. Die kochen also da drin ungefähr so 10-15 Minuten und wir können uns in der Zwischenzeit ums Gemüse kümmern. Wir fangen an mit einer Paprika und bei der Paprika kann ich euch direkt mal den ersten Trick zeigen, der euch euer Leben erleichtert, indem ihr einmal oben den Deckel abschneidet, dann unten den Boden abschneidet und ihr werdet gleich merken, wofür das da ist, denn jetzt kann man sie so hinstellen und einfach die Seiten nach und nach runterschneiden. So, und wenn ihr da aufpasst, dass ihr nicht ins Kerngehäuse schneidet, dann habt ihr am Ende das komplette Kerngehäuse so rausgelöst. Ist ein super Trick, um wirklich auch ohne diese ganzen kleinen Kerne, die dann in der Küche rumfliegen, eine Paprika zu schneiden. Vorführeffekt, jetzt habe ich natürlich ein bisschen dran vorbeigeschnitten, aber die paar Kerne, die lösen wir einfach so raus und haben dann unser Fruchtfleisch, was wir klein schneiden können. Das macht nämlich auch echt einen Unterschied im fertigen Essen, ob ihr sie klein schneidet oder grob macht. Das ist einfach geschmacklich und von der Textur ein ganz anderes Mundgefühl. Und dann habt ihr am Ende so wunderschöne, kleine, gleichmäßige Paprikawürfel. Falls ihr übrigens gerade zufällig auf den Kanal gekommen seid, hi, ich bin Julian und ich zeige euch jede Menge einfache Rezepte für den Alltag. Ich bin selbst kein gelernter Koch und deswegen ist mir ganz wichtig, dass die Sachen schnell sind, lecker sind und auch halbwegs gesund sind. Und wenn ihr mehr solcher einfachen Rezepte haben wollt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne mal kostenlos abonnieren. Einfach unter dem Video auf den roten Button drücken und am besten auch direkt die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich jede Menge Rezeptideen für mich und wisst immer, was ihr kocht. Auch hier in kleine dünne Würfel, indem ihr einfach die Gurke halbiert. Dann am besten nochmal der Länge nach halbieren und dann könnt ihr es genauso wie bei der Paprika in solche langen Streifen erstmal schneiden und dann zu ganz kleinen Würfeln runterschneiden. Die Kartoffeln könnt ihr nach 10 Minuten dann mal einpieken mit einer Gabel und wenn ihr da halbwegs einfach bis zur Mitte kommt, können die abgegossen werden. Die müssen nicht komplett durchgegart werden, denn bei Smashed Potatoes kommen die auch gleich nochmal in den Backofen und garen da natürlich auch nochmal weiter. Achtet an der Stelle übrigens auf den Wasserdampf, denn gerade so heißer Wasserdampf ist heiß. Gerade als Kochanfänger unterschätzt man das ziemlich und kann sich da das ein oder andere Mal verbrühen. Das geschnittene Gemüse kommt dann schon mal in eine große Schüssel und wir brauchen als nächstes noch Zwiebel und Knoblauch. Einfach so ein bisschen für den Grundgeschmack. Den Knoblauch könnte man zur Not auch weglassen, wenn ihr jetzt den Salat zum Beispiel zu einer Grillparty irgendwie mitbringt und nicht möchtet, dass Leute nach Knoblauch riechen, wenn sie mit euch reden. I don't know. Bei mir kommt einfach eigentlich immer Knoblauch ins Essen, weil mir auch völlig egal ist, wie ich rieche. Knoblauch ist halt geil, was soll man machen? So. Den Knoblauch am besten kurz andrücken und dann genauso klein schneiden wie die Zwiebel. So, man könnte jetzt natürlich unsere gekochten Kartoffeln einfach so damit reinschnippeln. Ja, dann hat man einen relativ klassischen Kartoffelsalat am Ende. Wir machen es heute ein bisschen besonderer, denn wir werden sie nochmal backen. Und wir backen sie nicht einfach nur so, sondern wir backen sie in der Smashed Potatoes Variante. Das sind ja so zerdrückte Kartoffeln, die dadurch nochmal richtig schön crispy werden. Dafür nehmt ihr einfach ein Backblech, macht ein bisschen Backpapier drauf und legt dann eure Kartoffeln da drauf. Also ich schätze mal so ein normales Backblech, kriegt so 800 Gramm Kartoffeln unter. Und jetzt nehmt ihr einfach irgendwas richtig schön Schweres. Ich nehme dafür immer ganz gern meinen Mörser und ihr könnt an der Stelle auch einen kleinen Kochtopf oder auch selbst mit einer Gabel wird es funktionieren und quetscht die Kartoffeln dann so klein. Guck mal, hier ist eine kleben geblieben. Ganz nice. Manchmal bleibt eine kleben, nicht schlimm. Immer bleibt eine kleben. Die Kartoffeln sind alle zerquetscht, hat genauso hingehauen mit dem Backblech. Achtet darauf, dass sie nicht zu stark überlappen, dann werden die umso knuspriger. Und jetzt müssen wir die natürlich auch noch einölen. Und das mache ich, indem ich so 3 Esslöffel ungefähr Olivenöl hier reingebe und das dann auch nochmal würze, weil das ist eine super Chance, natürlich jetzt nochmal Geschmack in die Kartoffeln zu bringen. Ich nehme dafür erstmal klassisch Salz und Pfeffer. Und gerade beim Salz, da könnt ihr echt ordentlich reinmachen. Kartoffeln vertragen wirklich gut Salz. Und ihr salzt ja auch nicht nur die Kartoffeln, sondern die kommen ja am Ende auch in den kompletten Salat.
Und jetzt an der Stelle können wir dem natürlich auch noch ein bisschen Geschmack verleihen. Wenn ihr scharf mögt, könnt ihr das mit Chili oder Cayennepfeffer machen. Ich persönlich bin großer Fan von Paprikapulver. Das gibt es ja bekanntermaßen in drei verschiedenen Varianten. Es gibt geräuchertes Paprikapulver, bin ich ein riesiger Fan von. Es gibt das Edelsüße und das Rosenscharfe. Welches genau ihr da verwendet, ist total euch überlassen. Die sind halt geschmacklich natürlich nur so ein bisschen unterschiedlicher. Und was man natürlich auch gut machen kann, ist es einfach zu mischen. Ich nehme dementsprechend so einen halben Teelöffel edelsüßes Paprikapulver. Und dann nochmal die gleiche Menge geräuchertes Paprikapulver. Dadurch kriege ich dieses Raucharoma trotzdem rein, habe aber auch diesen edelsüßen Geschmack drin. Die Gewürze habe ich euch übrigens auch mal unter dem Video verlinkt. Das sind richtig gute Bio-Gewürze, kann ich absolut empfehlen. Und ein Gutscheincode steht da unten auch noch. Das natürlich jetzt einmal gut verrühren. Und der beste Weg, das Öl jetzt auf die Kartoffeln zu bringen, so dass es auch schön gleichmäßig ist, ist mit so einem kleinen Backpinsel. Wenn ihr den nicht zu Hause habt, macht euch nichts draus. Das kann man auch wunderbar mit den Fingern machen, hat dann halt nur ölige Finger oder auch mit einem Löffel drüber träufeln. Der Pinsel ist aber auf jeden Fall die beste Variante. Und der Backofen, der ist mittlerweile auch schon vorgeheizt auf 200 Grad. Da kommen die Kartoffeln jetzt nämlich für so 10 bis 15 Minuten nochmal rein. Je nachdem, wie crispy ihr die auch haben wollt, da könnt ihr einfach mal auf die Optik achten und sie dann halt rausnehmen, wenn es euch gefällt. Wir kommen zurück zu unserem Gemüse und da kommt jetzt natürlich auch noch unsere Soße rein, unser schönes Dressing. Und das... So, und das Dressing, das besteht aus 4 Esslöffeln Naturjoghurt. Ihr könnt natürlich auch Sojajoghurt nehmen, hat dann halt nur leider so einen leichten Beigeschmack, aber für die Veganer unter euch ist das auch eine super Möglichkeit, hier eine vegane Alternative einzubauen. Dann kommen 3 Esslöffel Mayonnaise mit rein. Und dann nochmal 2 Esslöffel guten Senf. Ich nehme hier einen Dijon-Senf, weil ich finde, gerade bei Senf, da gibt es echt große qualitäts- und geschmackliche Unterschiede. Und das könnt ihr an der Stelle jetzt einmal schon mal gut verrühren. Eine Prise Salz mache ich da auch nochmal ran, einfach damit es so ein bisschen beim Durchziehen hilft. Wie gesagt, aber nicht zu viel, weil ja durch die Kartoffeln auch echt nochmal ordentlich Salz reinkommt. Das kann an der Stelle auf jeden Fall einfach nochmal gut durchziehen, bis auch die Kartoffeln bereit sind. Wir kümmern uns noch um 2 weitere Zutaten, nämlich die Zitrone für den schönen Säurekick in so einem Salat. Immer ganz wichtig, dass irgend so ein Element in Essen drin ist, was Säure bringt, wie ich finde. Zitrone ist da natürlich eine gute Sache. Wenn ihr eine Bio-Zitrone habt, was bei mir heute leider nicht der Fall ist, dann könnt ihr auch die Zitronenschale da noch reinreiben. Das macht echt geschmacklich ordentlich was aus. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein Grund mehr, Bio-Zitronen zu kaufen. So, den Saft, den pressen wir einfach dazu. Und wenn die Kartoffeln dann eure gewünschte Crispiness erreicht haben, eure gewünschte Konsistenz, dann holt die mal raus. Dieses Geräusch alleine. Ach, schön. Das ist, wie ich finde, eine geile Konsistenz, die gerade bei Kartoffeln echt der Hammer ist. Riecht auch schön würzig. Und jetzt Stichwort Konsistenz. Damit die Kartoffeln jetzt auch weiterhin so knusprig bleiben, macht es total Sinn, die getrennt von dem Salat zu servieren, sofern ihr sie denn auch sofort essen möchtet. Ihr könnt den Salat nämlich ansonsten auch kalt essen. Und dann könnt ihr natürlich die Kartoffeln dazugeben und den Salat zum Beispiel in einer Meal Prep Dose oder sowas verschließen. Dann ist halt der Nachteil, dass die Kartoffeln nicht mehr so knusprig sind, aber sie haben natürlich trotzdem diese tollen Röstaromen und schmeckt trotzdem toll. Macht also, wie ihr denkt. Ich persönlich bevorzuge die Variante mit den knusprigen Kartoffeln, sie sofort zu essen.